So, einen wunderschönen guten Morgen, hallo und herzlich willkommen zum Market Roundup. Wir schauen uns heute an, was so letzte Woche los war. Es gab einiges an Bewegungen sowohl in den Indizes als auch in einzelnen Aktientiteln. Deswegen <laughs> rede ich nicht lange her. Wir starten mit dem Marktupdate. Was war letzte Woche los? Wir starten mit einem Blick auf den DAX und was wir schön sehen können, dass wir weiterhin ziemlich stabil auf dem Aufwärtstrend sind, den wir hier skizziert haben. Ich deute immer wieder gerne hier diesen alten Aufwärtstrend an, in, diesem, in dieser gestrichelten Linie, der dann durchbrochen wurde hier Anfang Juni. Was man aber ganz schön sehen kann, ist, dass dieser zweite Trend sich jetzt relativ gut in dieser Waage... Von beiden Aufwärtstrends hält. Und das, obwohl ähm, ja, wir doch einiges an Gegenwind in den letzten Wochen hatten. Wir hatten Wahlen in Frankreich, die potenziell ähm, für Instabilität gesorgt hätten oder vielleicht noch Sorgen. Wir haben ähm, rückläufige Wirtschaftsdaten. Zuletzt ist es jetzt die Industrieproduktion in Deutschland, die deutlich rückläufig war, mit 2,5% ähm, negativem Momentum im Mai. Schauen wir uns gleich nochmal in der Grafik an. Auch die anderen Frühindikatoren für die wirtschaftliche Entwicklung sind weiterhin negativ. Ähm, man muss sagen, das einzige Positive, was aktuell für ein positives Momentum spricht, ist wirklich hier dieser Schritt wieder oberhalb des gleitenden Durchschnitts, hier der 50-Tage-Linie. Was wir aber sagen müssen ist, dass von den Wirtschaftsindikatoren Indikatoren aktuell so ein bisschen Begrenzung herrscht, was das Aufwärtspotenzial hier weiterhin ähm, betrifft. Es ist so ein bisschen die Frage natürlich, wie konkret wird man jetzt bei den Zinssenkungen auch in Deutschland und auch wie ähm, verhält sich die politische Neuordnung aktuell in Frankreich. Auch das trifft aktuell den DAX. Und ähm, natürlich auch die ist auch die Frage, wie verhalten, verhalten sich die Wirtschaftsindikatoren. Ähm, man sieht jetzt hier aktuell die Entwicklung des produzierenden Gewerbes, also die Industrieproduktion, aber auch das Baugewerbe und ähm, generell das produzierende Gewerbe. Was man aber hier schön sehen kann, ist, dass diese Abwärtsdrängt jetzt doch schon etwas länger anhält. Wir hatten zwar eine leichte Erholung und eine leichte Korrektur hier mit Beginn 2024 und wir haben ja auch anfangs gesehen, dass wir einiges an Indikatoren hatten, die dann doch für eine leichte Erholung gesprochen haben. Das Ganze fängt jetzt aber wieder an zu kippen und das sieht man hier hinten raus. Ähm, langfristig ist also weiterhin dieser Abwärtstrend eigentlich intakt und wir müssen schon ein ganzes Stück zurückgehen, bis wir mal wirklich eine nachhaltige Erholung sehen. Das heißt natürlich nicht eins zu eins umgesetzt, dass das auch so den DAX trifft. Es heißt aber natürlich, dass die wirtschaftliche Power, die teilweise hinterher ähm, ja, der so als Motor und natürlich auch für viele Zahlen und Quartalszahlen fungiert, vielleicht etwas ins Schleppen kommt oder wir zumindest nicht diesen Anschub in den nächsten Monaten bekommen, den es vielleicht zu erwarten gilt. Alles nur Spekulation. Am Ende geht es um das Thema Zinsen. Es geht um das Thema, wie verhalten sich die Marktteilnehmer? Wie lange hält das Momentum noch an? Das war ja zuletzt eher positiv. Dementsprechend kann man auch noch leicht positiv sein. Allerdings ähm, ja, ist das Thema Zinsen auch eine volatile Geschichte. Man sieht es hier ganz gut in der 10-jährigen Bundesanleihe. Die ist jetzt mal wieder leicht tiefer. Ich habe hier noch immer diesen Wedgie eingezeichnet, denn wir haben ja den schönen Ausbruch nach unten gesehen. Nach oben dient der jetzt aber hier, was kann man ganz gut sehen, als Begrenzung ähm, und hat ja eigentlich so ein, es hat so ein Abprallen an dieser Linie gegeben, eine Neukorrektur nach unten. Auch ein bisschen verstärkt natürlich dadurch, dass sich ein bisschen Entspannung gerade ergibt beim französischen Staatshaushalt. Man hat hier ja die große Panik, sagen wir natürlich zum einen auf europäischer Ebene, aber auch von höherer Staatsverschuldung. Das scheint sich jetzt mit einem Fokus auf ähm, ja, die linke politische Seite so ein bisschen zu. Ja, zu lockern, zu erleichtern, kann man sagen. Das ist immer noch ein bisschen schwierig, was die generelle wirtschaftliche Situation betrifft. Denn auch das, äh, muss man sagen, ist nicht unbedingt diese Stabilität, die sich viele Unternehmen in dem KAK-40 ähm, wünschen. Und das ist auch das, was wir zuletzt gesehen haben in dem Index. Ähm, er hat sich etwas erholt. Man sieht es hier, zum Anfang der Woche ging es dann doch bergauf. Ähm, auch in der letzten Woche, insbesondere als sich angedeutet hat, dass es scheinbar doch keine Mehrheit des Rechtsbündnisses gibt. Äh, nichtsdestotrotz haben wir aktuell so eine kleine politische Pattsituation. Wir haben ähm, ja. Konkurrenz quasi aus vielen verschiedenen politischen Lagern, auch Uneinheiten, ähm, was den Premierminister betrifft, aus vielen politischen Lagern. Und diese Instabilität oder diese paz situation bedroht natürlich auch so ein bisschen die Handlungsfähigkeit der Regierung. Das mag man auch nicht auf wirtschaftlicher Ebene. Ähm, das führt tendenziell eher zur Instabilität. Es ist aber eine bessere Situation, als wir sie vielleicht ähm, uns zwischenzeitlich ausgemalt hätten, wenn es dann doch zu einem deutlich rechteren Umschwung gekommen wäre. Nächstes Trotz ähm, pendeln wir auf niedrigeren Niveaus hier. Ich habe ja gezeigt, der KAK-40 ist auch seit Jahresbeginn jetzt knapp im Plus, ähm, aber eher so in der 0,5% Schwelle und dementsprechend ja, ist hier noch weiteres Potenzial gegeben, sofern sich vielleicht doch nochmal eine etwas bessere oder wirtschaftlich stabilere Situation in Frankreich ergibt. Wie ist es beim S&P 500? Ja, da muss man sagen, ist das alles, dem ist immer noch alles egal, was in Europa passiert. Er ist auf einem erneuten Allzeithoch jetzt bei 5.500 Zählern und in dem Falle ist das Szenario aber ähnlich wie in Deutschland. Wir haben schlechtere Konjunkturdaten, wir haben auch einen Jobsektor, der deutlich unter Druck geraten ist jetzt in den letzten Wochen. Es gab auch Korrekturen der, der Arbeitsmarktdaten der letzten Monate. Und das wird positiv vom Markt in dem Falle aufgenommen, denn das heißt Zinssenkungen werden wieder wahrscheinlicher und das ist genau das Szenario, was ich am Anfang auch für den DAX angesprochen habe. Am Ende ist das Thema Zinsen vor allem schlechte Wirtschaftsdaten werden aktuell eher positiv aufgenommen, weil es für schnellere Zinssenkungen spricht und das ist so ein bisschen das, was wir auch gerade sehen in den USA. Wir haben nämlich abnehmende Inflation in Kombination mit auch einer abnehmenden Wirtschaftsleistung, zwar aktuell noch stetig, noch nicht rapide, also dieses Thema Soft Landing könnte immer noch funktionieren, muss man sagen. Grundsätzlich ist es aber so, dass natürlich eine zu stark abnehmende äh, Wirtschaftsleistung dann vielleicht auch wieder schlecht wäre. Aktuell sieht man es relativ positiv. In dem Falle sieht man das am Service und auch hier am, am Manufacturing-Sektor. Was deutlich zurückgegangen ist, ist der Dienstleistungssektor. Und der ist aktuell verantwortlich für den Großteil der Inflation in den USA. Also ein schwächender Dienstleistungssektor wäre in dem Fall wahrscheinlich auch ein Garant dafür, dass die Inflation in diesem Sektor zurückgehen würde. Das heißt, darüber freut man sich, denn das heißt, Zinssenkungen werden wahrscheinlicher und dementsprechend ähm, haben die Märkte auch eher positiv reagiert. Also, man sieht es hier ähm, natürlich der Manufacturing Index, der schon länger unter Druck ist, wie auch in Europa, in Deutschland und übrigens auch wie in Asien, wie wir gesehen haben. Und jetzt auch der Dienstleistungssektor mit einem deutlichen Abfall. Dieses Zickzack gab es schon öfter. Fragt sich, ob das hier ein bisschen nachhaltiger ist, aber wir sind halt unter diese 50er-Grenze gefallen. Und das ist ja die Grenze, die immer im Fokus steht. Alles, was über 50 ist, ist positiv oder bedeutet positives Momentum. Alles, was unter 50 ist, ist eher ein negatives Momentum. Ähm, ähnlich verhält es sich übrigens auch im Jobsektor. Wir sehen, dass hier. Die Rate der Arbeitslosen so langsam wieder zunimmt, die ist hier in blau abgetragen. Das heißt, die Arbeitslosenquote steigt so langsam wieder, auch wenn wir noch auf relativ niedrigen Niveaus sind. Ähm, der gleitende Durchschnitt zieht ja also langsam wieder an. Und ähm, ja, auch das Thema neue ähm, Jobs, die kreiert werden, ähm, ja, dieses auch dieses Momentum nimmt eigentlich ab. Das sieht man hier oben. Ähm, die quasi die Anzahl der Job-Openings pro Arbeitslosenquote oder pro Arbeitsloser Person nimmt hier, hier, hier eher das Momentum an, dass der Arbeitsmarkt weiter unter Druck gerät. Und dementsprechend ähm, haben auch da die Märkte recht positiv reagiert. Also, schlechte Konjunkturdaten, schlechte Arbeitsmarktdaten aktuell positiv für den Markt. Zinssenkungen, also hier vielleicht wieder mehr im Fokus. Und das hat sich am Ende auch bei der 10-jährigen US-Trade so ein bisschen abgebildet. Ähm, wir sehen hier die Korrektur wieder zurück nach unten, 4,27% aktuell so im Fokus. Wir sehen auch hier noch diesen großen Wedgie, wo eigentlich so ein Ausbruch bevorsteht. Gegebenenfalls jetzt mit neuen Inflationsdaten. Paul spricht auch diese Woche, auch schon heute und dementsprechend ähm, ja, ist da relativ viel Fokus auch um den Markt herum und relativ wenig Volumen vielleicht gerade für den einen oder anderen Trader im Markt zu sehen. Ähm, ja, die Unterstützung hält aktuell noch bei 4,25 Der Reggie hält aktuell noch mal sehen, was so die Woche noch bringt in den USA. Der Dow Jones muss man sagen, ist weiterhin in so einer Seitwärtsphase. Ähm, wir sehen diesen leichten Aufwärtstrend auch hier, der alte Aufwärtstrend ähnlich zum DAX, ähm, wie beim DAX zu sehen. Etwas enger der Kanal. Ähm, beide Trends sind trotzdem eigentlich so ungefähr intakt. Also dieser Trendkanal ist weiterhin recht positiv. Auch der MACD ist leicht positiv. Wenn man es aber sich von den Hochs und Tiefs ähm, der letzten ja, Woche hier ansieht, ist man eigentlich in so einer Seitwärtsphase, die ganz leicht positiv ist. Fokus liegt hier ganz deutlich natürlich auf der nächsten Berichtssaison. Wem ist auch alles andere egal, was so draußen in der Welt passiert? Es ist der NASDAQ, in dem Fall jetzt über 20.000 Punkten, ähm, 20.400 sogar erreicht. Ja, stand quasi heute Morgen oder beziehungsweise gestern Abend natürlich. Ähm, wir haben einen sehr, sehr starken. Boost von einzelnen Aktientiteln bekommen, Tesla mit einer enorm starken Kursrallye, Gucken wir es gleich nochmal an. Ähm, auch Microsoft, Nvidia mit Erholung, ähm, generell die Tech-Konzerne mit einer sehr starken Woche in der letzten Woche. Ja, das Thema Zinssenkung ist natürlich da auch immer sehr, sehr präsent. Man muss aber sagen, die SI ist jetzt hier an der Stelle schon wieder überkauft. Also, wir sind wieder in einem sehr hohen Territorium. Das ist jetzt nichts Ungewöhnliches, wie wir es in der letzten Zeit gesehen haben für den NASDAQ. Aber ja, wir sind trotzdem hier weiterhin auf sehr, sehr hohen Niveaus. Wie sieht es in Asien aus? Man kann sagen, relativ umgekehrt, denn hier ist der Index weiter unter Druck. Ähm, wir konsolidieren hier und sind jetzt wirklich auf diesem. Ja, mittelfristigen Aufwärtstrend eigentlich an dieser Stelle wieder angekommen. Der hat ja lange Zeit viel Platz gehabt hier oben zu, dieser, ähm, ja, zu diesem Widerstand, der eine Zeit lang sogar eine Unterstützung war bei dieser 18.200-Punkte-Linie ungefähr. Jetzt dient wirklich der Aufwärtstrend als nächste Unterstützung. Und was ist in China los? Man muss sagen, ja, die Wirtschaftsdaten kommen wirklich nicht in Schwung. In dem Falle wir sind sie aber eher negativer zu sehen. Denn hier ist das Thema Zinssenkungen gar nicht so sehr im Fokus, sondern eigentlich eine Wiederbelebung des, der chinesischen Wirtschaft. Und da muss man sagen, schwächere einkaufsmini sorgen gerade nicht für positive Stimmung. Der Immobiliensektor ist immer noch ein bisschen am, im Krisenmodus. Und man revidiert jetzt auch nach und nach die Wirtschaftswachstumszahlen für 2024, 2025, sogar bis 2026 hin, ähm, nur noch auf ja, knapp 4 bis 5 Prozent. Das ist natürlich ein deutlicher Abschwung von den langen historischen Durchschnitten und das schlägt sich am Ende auch hier im Markt wieder. Wo es mal wieder so deutlich positiver war, ist beim Nikkei. Das hier ist noch der alte Index, den wir sehen können, denn ich nehme euch jetzt einmal mit in den neuen, ähm, denn das Momentum sieht man. Hat hier deutlich zugenommen, auch beim Nikkei. Ähm, ich zeige euch mal hier den neuen Chart. An der Stelle sieht, sehen wir nämlich, nämlich den deutlichen Ausbruch hier über diese 40.000-Punkte-Linie. 40 wir haben, ich zeige es euch nochmal in dieser Präsentation, lange Zeit hier diesen Seitwärtsschritt ähm, gehabt. Der Yen ist nämlich weiter auf Tiefständen, befüttert quasi also weiter auch diesen diesen, diesen modus und dieser Ausbruch hier war dann doch ähm, mit relativ Schwung zu sehen. Das sieht man insbesondere, wenn man in den Tageschart einmal rüber geht. Da sieht man, dass ähm, diese Linie, die hier gezogen wurde, dann doch zu einem relativ ähm, voluminösen Ausbruch geführt hat. Also diese Kerze hier war dann doch ziemlich dominant. Ähm, es ist die Frage, ja, ist dieser Ausbruch wieder nachhaltig? Wir kennen ja dieses Stufenmodell, was wir in der letzten Zeit gesehen haben, auch ähm, in den letzten ja, Ausbrüchen aus diesen Seitwärtsphasen, die wir hier gesehen haben und auch die Male zuvor. Das Momentum ist aktuell weiter positiv. Der Fokus ist hier immer noch auf den Zinsen und auch auf dem schwachen Yen.